Kaiserstadt. Erst 7 Jahre nach dem Bau der Gondelbahn Kaiserstadt wurde die Sesselbahn Hochstreis gebaut. Sie wurde von der Firma Habecker erstellt. Sie besaß eine Kapazität von 720 Personen pro Stunde. Schon nach 18 Jahren Betrieb wurde die Bahn durch eine modernere Anlage der Firma Von Holl ersetzt. Diese besaß eine Kapazität von 1080 Personen pro Stunde und sollte die langen Schlangen verkürzen. 2001 wurde sie wieder durch eine neue Anlage ersetzt, nach nur 16 Jahren Betrieb. Erstmals kam die Firma Leitner im Skigebiet Hasliberg zum Zug. Sie baute eine typische Sechsersesselbahn mit Hauben und gelb lackierten Rückwänden. Sie besitzt auf einer Länge von 1529 Meter und einer Höhendifferenz von 356 Metern eine Kapazität von 2000 Personen pro Stunde. Bei der Bergstation genießt man eine herrliche Aussicht. Krüpfer. Oft ist der Lift am sonnigen Hang geschlossen wegen erhöhten Lawinengefahr oder zu wenig Schnee. Wer Glück hat, kann den steilen Lift fahren, wo anschließend zwei schöne rote Pisten hinunterführen. Der Hang wurde erstmals 1961 erschlossen von einem Lift der Firma Städeli. 1981 wurde der Lift durch das heutige Exemplar ersetzt.